Rita ist beim Futtern, aber das behindert uns nicht bei unserem Review zu einem Set. Wir haben schon lange kein klassisches Review mehr gemacht, deswegen heute hier am Start. Kaffeezeit natürlich und Rita ist Palatschinken. Mit Marillenmarmelade. Aber was mich wundert, ist eine Polizeistation. Ich glaube, wir haben noch nie ein Video zu einer Polizeistation gemacht. Wir haben uns das Set gekauft. Es ist die 60316, die Polizeistation. 664 Teile, Listenpreis für 65 Euro. Mhm. Wir haben bei dem Set zugeschlagen und haben uns gedacht, wir bauen es auf und vielleicht interessiert es euch. Ja, ich habe mir gedacht, das würde vielleicht ganz gut bei uns in den neuen Stadtbereich passen. Mhm. Allen voran hat mir dieser Müllwagen ganz gut gefallen, aber alles da rein. Ach, Rita, ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal die Figuren an. Eine Polizeistation wegen eines Müllwagens zu kaufen, ist auch eine recht interessante Sache, aber gut. Ja, wir haben ein paar Polizisten, welche Überraschung, bei der Polizeistation mit dabei. Was ich aber cool finde, ist, dass es, obwohl es halt drei Polizisten sind, alle drei komplett verschieden aussehen. Das heißt, wir haben einerseits diesen Einsatztypen, der einen richtig coolen Kopf hat, der sich anscheinend davor irgendwas fürchtet oder vielleicht, weil da wird ja auch die Wand weggerissen bei der Polizeistation, vielleicht sieht er das gerade und denkt sich, oh mein Gott, und hat da dieses Gesicht, beziehungsweise auch ein Wendegesicht mit einem breiten Grinser, das finde ich sehr, sehr süß. Dann haben wir noch wahrscheinlich den Chef, der hat kein Wendegesicht. Der ist auch richtig, richtig cool. Und dann haben wir noch eine Polizistin, auch ohne Wendegesicht, mit einer adretten Kurzhaarfrisur. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Der Hund auch mit Kurzhaarfrisur. Ich schätze mal, ein Schäferhund. Da gibt es jetzt ja auch diesen kleinen, süßen Schäferhund. Der wäre cool, wenn der auch dabei gewesen wäre. Mhm. Dann haben wir noch zwei Banditen. Eine getarnte Banditin. Also die ist entweder normal oder mit Wendegesicht dann eine Banditin. Und die fährt den Müllwagen. Beziehungsweise eben diesen, ich dachte mir zuerst, ein Eisverkäufer. Aber ich glaube, es gibt keinen Eisvergleich mehr. Habe ich auch nicht gesehen, aber vielleicht passt er zu dem anderen Set dazu. Aber ich finde den recht cool mit seinem gestreiften Häftlings, ja, wie sagt man da, diese Kochschürze. Ja. Genau. Und der hat auch noch so eine Frisur dabei, ein Adretter Vollbart, um auch vielleicht da dieses Banditentum ein bisschen zu kaschieren könnte, wenn ihm das auch noch raufgeht. Er will nicht sofort wieder eingesperrt werden, weil er erkannt wird. Setzt er sich schnell mal eine Perücke mit Bart auf. Genau. Finde ich ganz cool. Nette Figuren und ich glaube, wir müssen die Pointe dieses Videos jetzt gleich mal aus dem Sack lassen, sagt man das so. Ich habe mir zuerst gedacht, wir warten bis am Schluss, aber ihr schaltet uns aus, weil ihr euch denkt, ihr spinnt ja komplett. Das Set kostet 65 Euro und ich glaube, es lässt sich sagen, dass das Set hoffentlich niemand zum Listenpreis kauft. Wir haben das Set jetzt, genauso wie viele andere, immer wieder mal ein bisschen beobachtet, was es der Preis so macht. Es war längere Zeit so in den 40ern ungefähr unterwegs. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Set jetzt neu, also bei Interspar, ich glaube 21 Euro gekauft. Das heißt, das ist nicht mal ein Drittel vom Listenpreis. Und für 21 Euro, muss ich sagen, hat man hier einen guten Spielwert, gleich so viel vorweg. Und für 65 Euro eher weniger. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das wisst ihr und da lasst ihr euch auch nicht irgendwie da hinreißen. Auch nach nicht unserem Review, wo wir eigentlich ganz zufrieden sind mit und mit dem Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass wir nur 21 Euro bezahlt haben. Schauen wir uns mal mein Highlight an. Die Zufriedenheit in unserem Gesicht. Genau, ich glaube, Rita ist zufrieden, weil sie Kaffee trinkt und Palatschinken isst und neben mir sitzen darf. Ja, und noch dazu so nahe. In so einem Flower Power Shirt. Ja, also ich will heute nicht wirklich sagen. Also der Sommer kann kommen, das kann ich euch sagen. Wir haben hier diesen Truck, der wird vom Wert her schon heutzutage fast ein 20-Euro-Set sein. Sorry. Der gefällt mir eigentlich von der Optik ganz gut. Ich finde die Front ein bisschen knuffig irgendwie. Er hat Platz für eine Person drinnen und so weiter. Also es ist nichts Besonderes. Hier natürlich auch Aufkleber auf dem Dachteil. Und mir hat irgendwie dieser hintere Aufbau mit dem Dunkelrot ganz gut gefallen. Man kann auch aufmachen, da werden dann die Container eingeladen und auch hinten natürlich. Also er hat schon seine Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich nichts Besonderes. Das, was mir nicht besonders gefällt, ist dieser Mechanismus hier. Der ist irgendwie sehr hakelig. Der er kann natürlich auch diesen Container hier, der auch dabei ist,
wo auch so Fische drin sind. Ich glaube, da kann sich auch der Bandit verstecken. Das kann man hier so reinstecken und das hält irgendwie nicht ordentlich. Also das fliegt irgendwie die ganze Zeit herum. Und ja, der Sinn ist natürlich, dass wenn man hier aufmacht, dass man hier dann den Müll hier, hoppla, natürlich wieder daneben gefallen und runtergefallen, dass man hier den Müll oder vielleicht auch den Banditen, der hier drinnen wartet. Jetzt, das war übrigens der Helikopter. Jetzt liegt der tote Fisch bei uns am Tisch. Richter, unterhalt mal die Leute. Ich schau mal, was sich hier machen lässt. Der Helikopter ist davon geflogen, aber er hat es ausgehalten. Ja, naja, es fehlt nur ziemlich. Ein bisschen was, Moment. Er hat es ausgehalten. Nein, es fehlt ein bisschen was. ein roter ist schon wieder erledigt. Ich meine, Lego kann man ja wieder reparieren. Wir haben hier einen Helikopter, was persönlich von mir das Lowlight dieses Sets ist. Also erstens mal brauchen wir keine Helikopter mehr, weil wir schon so viele haben. Und der ist wirklich sehr, sehr basic. Oh, da ist noch was aufeinander. So, ich glaube, jetzt passt er. Ich mag einfach diese großen, runden Cockpitscheiben nicht. Das sieht irgendwie so billig aus, wenn das halb offen ist. Also das ist wirklich mehr ein Spielset. Da waren die alten Helikopter weit besser. Auch hier gar nicht mehr, nicht mal mehr diese Knubbel, wo der Pilot sich dran festhalten kann. Handschellen außen, also das ist sehr, sehr basic, glaube ich. Wenn die davon fliegen und wen erschlagen, ich sag's euch. Aber ich finde, wenn das besser eingebaut wäre und wenn nicht da so ein Luftschlitz wäre, könnte das schon cool ausschauen. Ja, ich sage nur, alte Helikopter aus Rettung, Feuerwehr, Polizei und so weiter haben da hinten immer noch eine separate Box gehabt für das Equipment und so weiter. Der Helikopter soll auf jeden Fall hier landen können und das tut er und ja, von mir aus. Dann haben wir noch dabei ein Polizeiauto, welches ich eigentlich wieder ganz cool finde. Da hat es in letzter Zeit schon mal schlechtere gegeben. Es ist so ein Van. Sieht eigentlich ganz klassisch aus, hier mit diesem neuen leuchtenden Gelb. Ganz sportliches Design. Was mir hier ganz gut gefällt, ist, er hat zwei Plätze für Fahrer und Beifahrer oder besser gesagt Fahrer und einen Hund. Das hat ja unsere Polizistin hier einen deutschen Schäferhund mit und hinten ist dann auch noch zum Aufklappen ganz cool gelöst ein Platz für einen Gefangenen. Also das Auto finde ich eigentlich ganz nett. Das heißt, der Hund ist am Beifahrersitz und der Gefangene. Ja, natürlich. Und der Gefangene sitzt hinten drinnen gut, Sträflingsabteil. Dass ich meine Palatschinke habe. Was wir hier jetzt natürlich auch haben, ist diese Polizeistation, was ja das Hauptgebäude dieses Sets ist. Mhm. Es ist jetzt vielleicht nicht optimal zum Herzeigen, weil wir da zuerst die Teile ein bisschen niederdrücken müssen. Es ist ein System, welches auf dem neuen Lego-Straßensystem aufbaut, womit wir jetzt im Prinzip keine großen Probleme haben. Ja. Natürlich gibt es Liebhaber und Hasser dieses Systems. Wir haben hier so eine Auffahrt in der Mitte, wo die Autos dann auch parken können. Das funktioniert ganz gut. Nach hinten geht dann dieser Schranken auf, aber hinten ist ja gar nichts mehr. Also da hätte man vielleicht noch irgendwas machen können, eine kleine Garage oder so. Aber ich finde den Hundetrainingsplatz cool. Ich meine, der ist auch sehr spartanisch eigentlich, aber zum Bespielen, glaube ich, ist das voll also hier okay. Haben wir für den Hund so einen kleinen Spielplatz. Den finde ich nett, der gefällt mir auch ganz gut. Und es gäbe ja noch das extra Set mit dem Hundetrainingsplatz. Vielleicht lässt man sich das kombinieren, ganz genau. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier Gefangenenhaus, die Zelle. Es ist auch nur eine Zelle hier, die aber eigentlich ganz nett eingerichtet ist. Also mir gefällt sie vom Interieur, kann einem eine Gefängniszelle vom Interieur gefallen, mit Bett, auch mit einer Toilette. Und da kommen wir gleich drauf. Es kann nämlich dieser Müllwagen da dagegen fahren und dann kann er hier einen Teil der Zelle, hier seht ihr sie nochmal ein bisschen besser, kann er hier rausreißen, dass dann der Sträfling mehr oder weniger hier durch die aufgebrochene Mauer entkommen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier ist sogar die Kanalisation dann angedeutet. Nicht besonders appetitlich, aber das sieht eigentlich ganz cool aus hier. Mit diesen runden Tiles, also das lässt sich hier ganz leicht, das ist nur so halb drauf gesteckt, dass das sehr leicht zu entfernen ist. Mhm. Dann haben wir hier noch den Gefängnishof mit Gewichten. Ich mag den Baum mit dem Eichkätzchen eigentlich ganz gerne, sonst ist das sehr spartanisch gemacht hier. Es ist auch übrigens schon ein bisschen verstaubt, weil wir schon ein paar Tage hier in unserer Wohnung stehen haben. Mhm. Und dann geht wieder eine Gittertür zum Haupthaus, wo wir erstens mal von außen, gefällt es mir eigentlich ganz gut, es ist zwar sehr basic, viele große Fensterteile, viele große Paneele, aber so als Ganzes finde ich eigentlich die Optik ganz ansprechend. Mhm. Von hinten, Rita, was sagst du? Eingerichtet würde ich sagen eher sparsam.
Ja, wobei die anderen Polizeistationen, die wir haben, Rita sind auch... Rita kann fast nicht reden, weil sie dauernd den Mund voll hat. Man muss sich auch mal was gönnen. Richtig. Aber ich finde, die anderen Polizeistationen sind auch nicht so super eingerichtet. Auf jeden Fall die wir, glaube ich, die von den 90er Jahren, ja, die, was wir da neben der Parkgarage haben, ist jetzt auch nicht der Burner. Von dem her ist es vollkommen okay. Ich meine, wir haben hier auf der Seite, ich finde den Aufkleber ganz cool. Ich meine, es ist ein Aufkleber, ja. Wo man dann fotografiert wird, quasi, ja, dieses Foto gemacht wird, wenn man eben verhaftet wurde. Und ein paar Kekse natürlich auch, beziehungsweise Donuts, die gerne von Polizisten gegessen werden. Also halt sowas, ja. Kaffeemaschine im Erdgeschoss und hier so ein kleiner Schreibtisch, wofür auch immer der ist. Und hier an der Wand ist auch noch eben der Aufkleber mit ein paar Wanted, also Gesichtern, die gesucht werden. Und da ist, glaube ich, auch diese Dame, die den Müllwagen fährt, dabei. Mhm. Also eigentlich hätten sie schon den Hinweis gehabt. Da sollte man aufpassen. Ja, also jetzt nicht megamäßig eingerichtet, aber ich finde einfach, was ich cool finde an der Polizeistation ist, dass sie doch wieder eine andere Form hat. Ja. Und ja, mal was anderes ist. Ja. Auf jeden Fall im Gegensatz zu den Polizeistationen, die wir haben. Mhm. Wir haben aber nicht alle von den letzten Jahren. Richtig, eben weil wir gesagt haben, Wild City braucht nicht so viele Polizeistationen. Die hier kommt wahrscheinlich nach Newtown, passt natürlich vom Grundriss und von dem Ganzen eigentlich ganz gut dorthin, auch mit den neuen Straßenplatten. Oben haben wir dann noch so einen Kontrollturm, wo auch unser Chief sitzt. Und dann kann er noch rausgehen auf seine Terrasse, wenn er sich ein bisschen sonnen will. Oben haben wir... Er könnte sich sonnen in der Bade. hier noch Radar und alle möglichen Antennen und so weiter. Und hier geht's, also es ist sehr schwer, die oberen Stockwerke zu erreichen für eine Minifigur. Mhm. Das Einzige, was wir haben hier eine Leiter rauf, wo die Minifiguren dann rübergehen können zum Heliport, also wo der Helikopter dann wegfliegen kann. Und hier haben wir eben noch den Typen, oder ist niemand drinnen, aber hier sollte natürlich dann auch noch ein Polizist sitzen, der diesen Schranken hier bedient, der zwar leider ins Nichts führt, aber trotzdem irgendwie ganz nett ist. Ins Innere der Polizeistation. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht, wenn ich so an ältere Polizeistationen denke, dass sie vielleicht dieses Gefangenenhaus auf die andere Seite rübergeben und das ein bisschen größer bauen. Mhm. Mir fehlt irgendwie hier, wo dieser Hundepark ist, fehlt mir noch was. Ich hätte das gerne in so einer U-Form gehabt, so wie auch ältere Polizeistationen öfters aufgebaut sind. Ich habe jetzt die Setnummer nicht im Kopf, 88 irgendwas oder wie die Polizeistation heißt, aus Mitte der 1990er Jahre, Anfang 2000, da wie die sie damals öfters gebaut haben, das wäre ganz cool gewesen. Ja, so finde ich sie auch okay, unter allem oder vor allen Dingen, weil wir sie um 21 Euro bekommen haben. Wir probieren jetzt noch dieses Play-Feature aus. Ich weiß nicht, von welcher Seite der da kommen muss, damit er den Gefangenen befreien kann. Während du da das Set komplett ramponierst, finde ich... Hier geht auf jeden Fall schon mal nicht. Christoph ist kein Einbrecher. Wäre es ja auch eigentlich ganz cool, wenn man sagt, okay, wenn man das Set erweitert... Christoph macht mich ein bisschen nervös hier mit dem... Jetzt kann er raus, seht ihr es? Er kann raus. Wenn man das Set erweitert, dass man hier wirklich hier den Hundetrainingspark anbaut, und dann finde ich das eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass hier quasi kein U ist, sondern dass hier eher ein freier Bereich ist, und dann könnte man natürlich Zellen auch erweitern, beziehungsweise die Polizeistation nach hinten. Also ich glaube, Möglichkeiten gibt es definitiv, und ich denke mir, wenn man wirklich so ein Schnäppchen macht mit den 21 Euro, könnte man sich ja diese Station auch öfter kaufen und die dann eben durch das erweitern. Also definitiv. Ganz klar, ja. Also sie sind auf jeden Fall jetzt wieder weggekommen von diesen Magneten. Es gab ja jetzt mehrere Jahre lang diese Ganoven-Autos hinten mit dem großen Magneten, wo man auch so Teile des Hauses so rausreißen konnte. Sie sind auch weggekommen von diesen Hubschraubern, wo man so ziehen konnte. Die haben auch gar nicht funktioniert. Also eigentlich von der Warte hier wieder eine sehr klassische Polizeistation. Man muss halt damit leben. Das ist auch, glaube ich, ein... Ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Plus Set, eher ja, für den Spielspaß geeignet, natürlich jetzt nicht für A-Falls, wie wir es sind. Und ich glaube, da kann man sich schon so die ein oder andere kleine Geschichte denken. Wie gesagt, 65 Euro zu viel, aber 21 Euro finden wir vollkommen in Ordnung. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Hier ist noch ein kleiner Überblick, was sie sonst noch so haben. Ich finde ja dieses Sardinenfabrikhaus extrem geil. Also mir gefällt das irgendwie von der Optik her. Ich glaube, das werden wir jetzt mal nachbauen. Wir haben ja die Sticker schon gekauft von dem Set. Und das wäre noch die, wenn das Ringlicht spiegelt, ein bisschen die Polizei, die Feuerwehrstation, die auch vom Aufbau her sehr ähnlich zu sein scheint als die
Polizei. Schauen wir mal, ob wir uns die auch noch gönnen mal. Vielleicht, wenn sie wo im Angebot ist. Ich bin gespannt. Ich finde es ja noch cool von einem Bild, wo er gerade da dagegen fährt und der Fisch fliegt heraus und der Hund schaut eigentlich dem Fisch nach, der da rausfliegt. Also der denkt sich wahrscheinlich, ein Happen. Ein tolles Action-Feature auf jeden Fall hier am Start. Ist vollkommen okay. Ja, also Rita, gibst du mir grünes Licht für dieses? Darf ich das nach Wild City bringen? Ich bin zufrieden, du darfst es in Newtown platzieren. Ich bin schon gespannt, wo. Und ich bin auch gespannt, ich glaube, wir werden es wahrscheinlich schon ein bisschen erweitern. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es doch sonst ein bisschen klein ist hier, der Bereich. Aber wir werden sehen, wie wir das machen. Und entweder liegt es an der Palatschinke oder ich bin einfach so zufrieden. Ess jetzt noch weiter, nachdem ich Christoph gerügt habe. Schreibt uns gerne eure liebste Polizeistation in die Kommentare. Das würde uns mal interessieren, welches Set das bei euch ist. Bei mir ist es, ja gut, klammern wir das Modular Building aus, denn ich glaube, das ist schon ganz eine coole Polizei. Ist es eigentlich die, die wir in der Stadt haben, die aus den Anfang der 90ern, ich weiß jetzt die Setnummer nicht, aber ich werde sie wieder mal filmen, neben dem Parkhaus gegenüber vom Quickie Mart. Die ist ganz cool. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir auch hier der Aufbau gefallen hat und es schlimmer kommen hätte können. Ja, also, war das ein deutscher Satz? Egal, ihr wisst, was ich meine. Wir verstehen dich. Viel Spaß auch euch beim Bauen und dann sehen wir uns demnächst hoffentlich mal wieder. Hoffentlich in Wild City und dann wird Wild City um einiges sicherer, hoffe ich. Das hoffe ich. Oder auch unsicher, weil wir ja auch oder Banditen unsicher einbauen werden. Oh no. Nein. In dem Sinne, macht es gut. Und schaut, dass nicht bei euch auch lauter Banditen herumfahren. Tschüss!